Ob der MAN-Gelenkbus NG312, der neue Lion City 383 oder der Setra NF319. Für Fabian Hüpper und seine Freunde sind alle Busse spannender als Porsche oder Ferrari. Seit Jahren interessieren sie sich für ÖPNV und Fahrplangestaltung, eine echte Leidenschaft. Ich bin damit aufgewachsen, mein Vater war Busfahrer und also lag mir schon eigentlich in den Kinderschuhen, dass ich mich damit beschäftige und auch die Homepage-Gestaltung, die liegt mir. Es fing mit meiner Schulzeit an, wo immer ein Gelenkbus kam. Und alles, was mehr als 4 Reifen hat, interessiert mich halt. Es geht auch über LKWs, aber Busse waren speziell. Aber nicht nur Gelenk- und Niederflurbusse interessieren die Macher von www.bus-und-bahn.net. Auch die Eisenbahn hat es den Jugendlichen angetan. Es gibt ja nicht nur einfach Züge, da ist mal eine andere Lok davor oder die Nummern. Wir legen ja unsere Fotogalerien an mit Nummern, wir sammeln die Loknummern oder von hier den Triebwagen. Überall werden andere Fahrzeuge eingesetzt, immer wieder neue, teilweise noch alte, wobei ich mich persönlich mehr für die alten interessiere. Die Fotoapparate gezückt, denn dieser Busbereitstellungsplatz hinter dem Siegner Bahnhof ist für die Jungs der Himmel auf Erden. Besonders für Fabian Hüpper. Der 18-jährige Gymnasiast kennt nicht nur fast jeden Fahrer, sondern auch die Geschichte aller Fahrzeuge der Verkehrsbetriebe Westfalen-Süd. Ja, also das hier ist der Wagen 82. Der hatte damals die Funknummer 182. Dadurch, dass aber neue Mercedes-Benz gekauft wurden, wurde diese Funknummer jetzt geändert und nur noch 82, da die noch nicht belegt war. Das sieht man hieran, damals stand hier noch eine 1, leichte Abdrücke ist noch zu erkennen. Hier, das ist der Wagen 166 aus der Betriebsstelle Olpe. Dieser Wagen hat eine Besonderheit, er hatte einen Unfall, ist dadurch nach Bonn gekommen. Da hat er dieses Logo erhalten. Und wie man sieht, es ist das neue Logo, aber die alte Lackierung. Das ist eine Besonderheit bei den jetzigen Bussen. Bei so viel Fachkenntnis ist klar, dass Fabian Hüpper und seine Freunde inzwischen gern gesehene Gäste bei den Verkehrsbetrieben sind. Sie werden zu Pressekonferenzen wie dieser eingeladen und erhalten alle neuen Businformationen exklusiv aus erster Hand. Der Betriebsleiter der VWS ist voll des Lobes. Also erstmal sind das tolle Jungs, die haben sehr viel Herzblut und die machen da wirklich einen tollen Job und haben ein unglaublich fundiertes Wissen über ÖPNV im Allgemeinen und über den Bus- und Bahnverkehr in der Region. Am Ende des Tages kommen Fotos und Informationen auf ihre Internetseite. Hier gibt es außerdem Tarifauskünfte über alle Verbindungen in den Kreisen Siegen-Wittgenstein und Olpe. Aber selbst mal ÖPNV planen oder Busfahrer werden, wollen die Jungs dann doch nicht. Ich habe schon auch mal ein Angebot bekommen als Auszubildende bei VWS, aber ich soll will eine andere Richtung gehen erstmal. Und so bleiben Busse und Fahrpläne für Fabian Hüpper erstmal das, was Fußball für andere ist. Die schönste Nebensache der Welt.